Hallo und herzlich willkommen, Freunde der interstellaren Unterhaltung, auf Pöbeltube mit mir, dem Marvin, in Folge Nummer 9. Das Zahlenspiel geht immer weiter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mich begleitet bei Star Trek Legacy, unserer Let's Play-Reihe. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube ja. Mein Gehirn ist gerade nicht in so aufnahmebereit, glaube ich. Also, ja, hallo auf Pöbeltube, ich bin der Marvin. Star Trek Legacy ist unsere Let's Play-Reihe, Folge Nummer 9. Haben wir jetzt, ne? Doppelt gemoppelt, hält besser. Wir kampanieren immer noch vor uns hin, wir drücken auf Continue und sehen eine kleine Veränderung, die uns aber auch erstmal fast gar nicht auffallen würde. Schaut auf unsere Schiffe. Die USS Enterprise, kann ich nicht verkaufen, hat sich geändert. Sie sieht jetzt anders aus. Warum ist das so? Wir haben neue Schiffe, denn wir sind jetzt in einer, nennen wir es fast neuen Ära angekommen, nämlich dem zweiten Teil der Kirk-Ära, wo die Schiffe alle ein optisches Refit gekriegt haben. Miranda Class ohne Refit, nie gesehen in den Serien. Miranda Class, wie sie auch in der Zorn des Khan auftaucht. Ein Zerstörer der Föderation. Hier ist sie jetzt gerade, genau, als Refit und Destroyer, also alles richtig, ganz wunderbar. Hier ist die Constitution Class, die originale Enterprise und das ist, was ist das? Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff der Centaur Klasse. Noch so eine Pottenhässlichkeit. Komisches Teil, sieht aus... Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Es ist flach wie eine Flunder. Wir gucken uns die Stats an. Es hat ein bisschen bessere Waffen, ein bisschen besseren Antrieb. Die Hülle ist die gleiche und die Schilde sind weitaus weniger als die der alten Constitution Class. Ja, der Centaur. Keine Ahnung, wollen wir nicht. Die Antriebssektion ist geklaut von der Excelsior. Der Rest ist Quatsch. Was haben wir hier als nächstes? Die hier gibt es wenigstens. Die Constellation Class. Das ist nämlich das allererste Schiff, das Captain Picard geflogen ist. Und wir werden es auch noch zu Gesicht bekommen. Das erste Schiff, auf dem Captain Picard sein Kommando hatte, die Stargazer, wie sie gehießen hat. Damals steht das hier auch gerade drauf. Ich kann den Schriftzug... Nein, es ist natürlich die Constellation, nicht Constitution, Constellation Class. 4 Warp-Gondeln der Refit-Form, 6 Torpedobanken... Interessanterweise 4 davon nach hinten gerichtet, also ein Schiff, das richtig heftig darauf aus ist, nach hinten zu ballern. Und ansonsten von den Stats auch ziemlicher Durchschnitt vom Centaur, nimmt sich nicht allzu viel. Und dann haben wir sie. Da ist sie. Seht, wie ich mit meinen Händen gestikulierend auf den Monitor zeige. Seht ihr es? Ich auch nicht. Also doch, natürlich. Die USS Enterprise A. Ein Schiff der Constitution Class in dem Refit-Design. Richtig elegante, schlanke Warp-Gondeln. Nicht mehr so eine pottenhässliche Bubbelbrücke. Einen großen Impulsantrieb, den man auch sehen kann. Keine Satellitenschüssel mehr, sondern jetzt digitale Leuchtetechnik. Oha! Ist sie nicht wunderschön. Da ist sie. Sie ist auch gleich schon gekennzeichnet als Strich A. Und heißt auch hier Enterprise. Wie schön. Dann können wir nämlich die alte Constitution verkaufen. Dann kriegen wir noch ein paar Euros für. Gibt ja neue Schiffe. Neue Schiffe, bessere Stats. Die wollen wir natürlich. Hier haben wir immer noch die Proxima. Dann gehen wir gleich weg. Und da kommen wir zum nächsten. Haha. Die habe ich sogar als Modell zu Hause. Also, was heißt sogar? Ich habe auch die Enterprise A als Modell zu Hause. Aber das, meine Nerdigkeit nur am Rande, egal. Die Excelsior. Ich habe lange überlegt, dass sie doch eigentlich eins der hässlichsten Schiffe in ganz Star Trek ist, bis ich wirklich dazu übergegangen bin und meine Meinung komplett umgedreht habe. Sie ist eins der schönsten Schiffe, finde ich persönlich. Die Excelsior-Klasse, die gibt es irgendwann auch nochmal im Refit. Hier taucht sie, glaube ich, noch nicht im Refit auf. Hier haben wir nur die Proxima im Refit, aber das Gedöns, da reden wir gleich drüber. Ich finde sie wunderschön. Sie taucht das erste Mal auch auf in Zurück in die Gegenwart. Heißt der so? Nein, das ist falsch. Moment. Das allererste Mal taucht die Excelsior auf als Captain Kirk auf der Suche nach Mr. Spock, nämlich die Enterprise Cloud. Und dann soll sie mit dem experimentellen Transwarp-Antrieb hinterherfliegen, aber das endet erstens in einem Desaster, weil der Transwarp-Antrieb überhaupt nicht funktioniert. Das ist aber so eine Star Trek in-Science-Story ist nicht so wichtig. Auf alle Fälle hat Scotty halt die Computerprozessoren des Schiffs geklaut, deswegen geht der Antrieb halt einfach aus. Die Excelsior soll die Enterprise A ablösen und das Design dieses Schiffs hält eine absolute Kontinuität im Star Trek-Universum. Sie fährt nämlich von der alten Ära, in der sie erschaffen wurde, bis in The Next Generation ein und wird auch in der Föderation, selbst bei Deep Space Nine und ich glaube sogar auch Voyager taucht sie auch mit auf und in jeder Flotte, die man irgendwie mal sieht in dem unglaublich schlechten CGI von Star Trek oder der allerschlechtesten Computeranimation, die damals verwendet wurde, taucht die Excelsior auf.
Sie ist ganz wunderbar. Ich finde sie inzwischen echt hübsch. Der hat einen riesengroßen Antrieb, genug Shuttleplatz für alle. Die Warp-Gondeln sind so ein bisschen, naja, dieses Geriffelte, kann man von halten, was man will. Größte Design-Pluspunkt, würde ich sagen, ist halt, dass der Hals nicht mehr so endlos schmal ist und man das Gefühl hat, yo, alles klar, wenn ich dieses Schiff zerstören möchte, dann säge ich es halt in der Mitte durch und dann ist vorbei. Ja, hier ist der Hals schön dick, kann eine Menge aus. Man sieht sie auch kämpfen in Das unentdeckte Land, Star Trek 6. Und da ist Sulu, der eigentlich der Steuermann der Enterprise ist, hat da schon sein eigenes Kommando und ist Captain der Excelsior. Ich finde sie wunderschön. Ja, die nehmen wir nämlich auch gleich mit. Tun wir uns, ne? Nicht schwer. Die Excelsior ist schön und auf dieser Mission werden wir auch definitiv ein bisschen Feuerkraft brauchen. Werdet ihr sehen. Da haben wir noch was. Die Proxima Refit. So, sie war vorher schon nicht schön. Und jetzt haben sie nochmal eine oben drauf gesetzt. Die Untertassensektion wurde zersägt für zwei weitere Torpedoabschussrohre. Wir haben diesen komischen, wie von der Miranda-Class, Torpedowerfer jetzt da oben drauf. Der ist in der Non-Refit nicht da. Wir haben wenigstens hier unten an den Nein, auf gar keinen Fall. Weg da. Auf diesen Dingern, da haben wir jetzt keine Satellitenschüssel mehr. Keine zwei Stück, sondern jetzt wenigstens auch so blaues Geleuchte. Die komischen Pseudo-Zusatzantriebe sind immer noch da. Das hässliche Gedöns auch. Wir haben jetzt hier auch die Refit Warp-Gondel-Animations. Also die Refit aussehenden Warp-Gondeln. Sie ist MS. Tun wir uns nicht an. Einfach nein. So, jetzt habe ich, glaube ich, auch echt hardcore genug 6 Minuten rumgeplänkelt, bevor es überhaupt losgeht. Wir drücken auf Engage. Nehmen die Enterprise A und die Excelsior mit in die unentdeckte neue Mission und hören uns an, was Kirky uns wieder erzählt. Auf! Admiral's Log, Stardate 7489.6. It's been a long time since I've seen this Vulcan ship, Turrell's ship. I had considered retiring this coming year to finally let go of this duty. Schöne Flotte im Hintergrund. But now, with her return, this is something I just can't let go. After the destruction of the Klingon weapon at our first encounter, she disappeared without a trace. No matter how hard we tried to track her down, Turrell simply seemed to have vanished into the void. But now she's returned and shown up at a classified Federation research installation, no less. After I was informed we lost contact with one of our stations, man, dass das Schiff anfängt, sich so ein bisschen zu verändern. Sie hat immer mehr grüne Auswüchse irgendwie, die so fies leuchten. Das ist ein kleiner Hinweis darauf, was hier eigentlich passiert. Dr. Ketterack is conducting at this facility, but if Terrell is interested in what he's doing, it can't be good. My task force waits just outside of the Lantaru sector, but Terrell seems to have anticipated our arrival. The platforms designed to protect the Federation defense post appear to now be under her control. There's no telling what else she has within the defensive perimeter, nor what awaits us at the Ketterack research station deeper in the sector. Ganz schön fiese Wand aus Geschütztürmen. I'm intent on finding out. Our initial scans indicate an energy signature near the front of the defense grid. Ist die nicht schön, die Enterprise? Muss ich doch mal so ein bisschen, ne? Until we know what we are up against, I've ordered the fleet to hold position while I go in for a closer look. So ist er, der Kirk. Der will was scannen, der will einen closer look nehmen. Und das mit einer Wand im Weltall klappt natürlich auch immer nur, wenn man irgendwas hat, wo es nicht rumgeht. Und hier in dem Fall ist es halt dieser komische, diese Gascloud, die hier oben drum ist. Und überall am Rand sind so Türme angebracht, dass man halt nicht reinfliegen kann. Und wenn man durch den Nebel fliegt, geht man kaputt. So, das ist unsere riesengroße Flotte. Wir haben hier die Concorde, also ein Schiff der Excelsior-Class. Da ist unsere Excelsior, da ist die Hood. Und dann haben wir hier noch 2 Schiffe der Proxima Refit-Class, 2 Centaur und 2 Constellation-Class. Die Constellation und die Gettysburg. Das sind auch so Begriffe, die kenne ich überhaupt nicht. Das ist irgendwie ist das immer alles englisch angetaucht. Ne? Nur gut, Nimitz ist jetzt nicht so englisch. Boston ist amerikanisch. Gut, Philadelphia auch. Wurscht. Ist ja letztlich auch Namensphilosophie, wollen wir nicht betreiben. So, was machen wir jetzt? Wir nehmen unsere Flotte und wollen ja einen closer look nehmen. Dafür warpen wir uns erstmal so ein bisschen ran, aber nicht zu weit. Und so, jetzt lassen wir die Excelsior, die bremst hier hoffentlich unter uns. Die können wir uns auch mal näher angucken. Ich finde sie schön. Sie ist wunderschön. Sie steht ja auch nicht umsonst bei mir im Regal. So. Und sammelt Staub, wie alles, was man ins Regal stellt. Unsere Enterprise macht jetzt mal einen Closer Look. Für den Closer Look machen wir mal unseren Long Range Sensor an. Der bringt uns zwar nicht viel, aber... Moment. Jetzt haben wir schon ein Problem. Die Excelsior soll das nicht machen. Das habe ich nämlich schon mal gehabt.
dass die da nämlich einfach reinfliegt. Wir wollen den komischen Kasten da scannen. Das können wir aber noch nicht, weil wir noch keine 3000 Meter dran sind. Wir sehen hier schon ein paar klingonische Schiffe rumfliegen. Da. Und da steht auch schon was bei. Assimilated D7. Ja, das ist ein direkter Hinweis darauf. Jeder, der weiß, was Assimilieren in Star Trek bedeutet, weiß jetzt schon, was hier ungefähr abgeht. Und auch gleich, dass das überhaupt nicht sein kann. Weil Vulkanier und Klingoner nichts mehr zu tun haben. Da enttarnen sich sehr viele Schiffe. The Deuterium Tank's explosion should be enough to breach the energy vessel's core. Aber sie greifen uns nicht an. Also, wir sollen die Werft zerstören, weil da sind so Energiecontainer in der Nähe und wenn die platzen, dann platzt das Verteidigungsgitter. Also schießen wir mal drauf. Unsere Phaser, wie ihr seht, sehen jetzt auch endlich cool aus. Unsere Torpedos haben getroffen. So. Jetzt fliegen wir da mal ganz schnell weg. Warpen können wir gerade nicht, aber wir sind auch so schon relativ flott. Das ist sehr gut. Get clear. Und hinter uns großes Badaboom. Und wir haben ein Loch im Verteidigungsgitter. Ist das nicht perfekt? Enterprise to all ships. The defensive net is disabled. Feuer frei. Wie schön die sich auch vorne anheben, wenn die Gas geben, ne? Wenn man da genau hinguckt, das ist so ein bisschen so wie Auto, das Gas gibt auf der Straße. Ja, es ist so halt überhaupt nicht Weltall. Wurscht, unsere Taskforce greift ein. Wir könnten jetzt natürlich mit unseren zwei Schiffen da vorne auch schon Alarm machen. Wollen wir aber nicht. Also, wir müssen die Station wieder unter unsere Kontrolle bringen. Jetzt sammeln wir erstmal unsere Flotte. Am besten an einer Position, von der aus wir gemeinsam zuschlagen können. Und am besten, dass wir auch hinter den Bots zuschlagen. Sonst kriegen wir noch viel zu doll auf den Kopf. Die Excelsior schließt auf. Da ist sie. Wundervoll. So, wir lassen jetzt trotzdem erstmal die anderen passieren. Und wenn die uns passiert haben... Die tauchen ja noch nicht mal auf den Scannern auf. Aber da sind sie. 3000 Meter, okay. Ist auch ein bisschen unpraktisch hier, die kleinen Cruiser, die schnellen Schiffe sind natürlich vorweg, während die Kriegsschiffe hinterher eiern und langsam sind. Mir soll es aber soweit egal sein, als dass ich nur einfach nicht der Erste sein möchte, der in die Bresche springt. Nennt mich feige, aber ich muss ja auch drauf aufpassen, sonst verlieren wir die Mission hier. So, da fliegen unsere Kreuzer. Und wenn wir so ungefähr auf derselben Höhe wie die Kriegsschiffe sind, dann können wir mal langsam das Beschleunigen anfangen. Ah, jetzt so langsam geht's los, ne? Und da vorne wird schon hart geschossen und jetzt nehmen wir hier auch den assimilierten D7 unter Feuer. Lass mal gucken, ich glaube auch die ersten unserer Schiffe werden auch da vorne einfach wegplatzen. Unsere Excelsior schießt mit und das auch ziemlich heftig, wie ihr seht. Wir leiten Energie auf Schilde und Waffen um. So, nächstes Schiff. Gleich auseinanderholzen. Nächstes Schiff. Gleich auseinanderholzen. Der Predator ist hier, glaube ich, sogar noch aus der ersten Timeline. So, jetzt kommen wir schon wieder zu nah an dieses Verteidigungsgitter ran. Da müssen wir uns immer so ein bisschen von fern halten. Die holzen nämlich ziemlich fies zu viel auf unsere Schilde. Interessanterweise auch Pulsphaser-Feuer oder Föderationsdisruptor-Feuer, was es eigentlich gar nicht gibt. So, wir überlassen die Enterprise mal kurz ihrem Schicksal, aber nicht ohne Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und ihr halt volle Energie auf die Schilde zu geben und nehmen mal die Excelsior. Die hat nämlich als Kriegsschiff ordentlich was drauf. Feuert sehr lange, sehr starke Phasersalven. Drei nach vorne gerichtete Torpedorohre, was ja Quatsch ist. Also eigentlich sind es zwei, aber wir können drei Torpedos nacheinander abfeuern. Nach hinten sind es zwei. Wir schießen interessanterweise nach hinten mit anderen Phasern als nach vorne. Wegen der Abwechslung. Aber wir können halt so zum Glück in sehr viele Richtungen gleichzeitig schießen. So, auch zur Seite schießen wir so lustige dünnen Phaser in blau. Jetzt nehmen wir das Ding mal unter Feuer und wenn die Schilde unten sind, dann beamen wir unsere Boarding Party rüber. Währenddessen fliegt unsere Flotte da drüben rum. Haben wir was zu reparieren? Nein, eigentlich nicht. Die fliegen hier aber auch noch drum rum und schießen nicht mal auf die Geschütze. Das ist schon ein bisschen armselig. Wenigstens unsere Enterprise tut das. So, was ist denn... Genau, liebe Enterprise, wie sieht's denn aus? Die Enterprise nimmt jetzt mal ein paar Geschütze unter... Aber auch die Enterprise kann nicht nach oben schießen. Sie muss sich dafür drehen. Aber die Geschütze halten auch zum Glück nicht allzu viel aus und machen auch, wie man sieht, nicht allzu viel Schaden an unseren Schilden.
We're detecting three shipyards near the rear of the perimeter. Mm-hmm. Scans are showing the same energy signatures as we found earlier. There seem to be ships berthed in the shipyards. They're transferring that energy from the storage vessels into those ships. One of them is powering up and clearing the dock. Prepare to engage. Ja, ein assimilierter. This is Commander Lieutenant Ravenous. Das ist ein sehr hässliches Schiff, alleine so schon. Und jetzt ist es noch sehr viel schlimmer. Okay, so, da ist er gestartet. Der ist nämlich ziemlich stark. Es ist sogar auch noch ein Ravenous 2. Und die Schiffswerft, die dahinter steht, transferiert ihre Energie in dieses Schiff. Na, jetzt kann man mal hier die Schilde des Centaurs angucken. Der Boston, was passiert, wenn er davon getroffen wird. Jetzt sind wir zum Glück gleich in Feuerreichweite und geben ihm mal ein bisschen einen mit. Und die Menge an Torpedos ist auch ein bisschen devastating, die da auf ihn zufliegt. Zum Glück hat die Flotte es geschafft. So, da startet schon der nächste. Können wir hier drin warpen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube nämlich nicht. Wenn wir die Schiffs... Oh, wir können tatsächlich. Cool. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht allzu doll auf die Fresse kriegen, wenn der uns targetet. Na komm. Wenn wir nämlich die Werft zerstören, dann ist das Schiff sehr viel schwächer. Oh, oh. Das war zum hoffentlich nicht die Enterprise, die zuerst gefeuert hat. Au. Ja, ihr seht, wo unsere Schilde hin sind. Oh, und hier sind die auch noch aus. Aber deren Waffen sind jetzt auch erstmal ausgeschaltet. Nice. Ja, aber kaputt gehen will er trotzdem nicht, ne? Jetzt, so. Da ist noch eine Werft und da startet auch noch ein Schiff. Oh, wir haben Einschusslöcher auf der Excelsior. Schön, schönes Einschussloch. Sieht aber echt schön aus, muss ich sagen. So, die Enterprise macht schon wieder Quatsch. Ich würde jetzt ja ganz gerne diese Werft zerstören, ohne dass die Ravenous 2 uns unter Feuer nimmt, weil wir haben gerade keine Schilde und ich habe keinen Bock, dass mir die Excelsior um die Ohren fliegt. Nein, sie wird zum Glück von den anderen Schiffen abgelenkt. Dann halten wir uns da nochmal raus und beschießen mal erstmal die Werft, um das Ding etwas schwächer zu machen. Wenn wir denn mal in Feuerreichweite kämen. Oh, unsere Schilde sind sogar schon wieder online. So, wie sieht's aus? 2-5. Feuer. 2 Torpedos und eine Phasersalve. Torpedos, ich weiß es nicht. Treffen nicht. Aber jetzt ist die Werft hin. So, zerstören wir noch dieses assimilierte Schiff. Und währenddessen löse ich mal so ein bisschen auf für alle, die absolut nicht tracky sind, was hier Assimilation ist. Es handelt sich bei assimilierten Schiffen immer um Schiffe der Borg, eine Fraktion aus Star Trek. Die Borg sind so Techno-Cyborgs, deren einziges Bestreben es ist, eigentlich alles Leben in der Galaxis zu assimilieren und in ihr bienenartiges Kollektiv mit aufzunehmen. Und dort sind die biologischen und technologischen Charakteristika, die sie assimilieren, nichts weiter als Teile des Kollektivs und dienen keinem individualistischen Ziel mehr. Eigentlich hat das nichts mit Vulkaniern und Klingonen zu tun, so gar nicht in dieser Timeline, aber egal. So langsam kristallisiert sich heraus, dass es darum geht. Und die Tyrell hat da was mit zu tun. Ja. Während ich... Genau, wir müssen in die Cataract Station fliegen oder zur Cataract Station. Das haben wir hier nämlich rausgefunden. Und Kirky weiß jetzt, was er machen muss, um Tyrell aufzuhalten. Okay, und wir haben mehrere sich überschneidende Audios gehabt, während Marvin die ganze Zeit reingebrabbelt hat. Eigentlich perfekt, oder? Will man was Besseres? Ja, Star Trek Legacy. Auch diese Folge haben wir hervorragend und nochmal hervorragend absolviert. Haben eine richtig große Menge Credits, hätte ich was gesagt, bekommen, Command Points. Und mit diesen 25.797 Punkten, die wir haben, könnten wir eine richtig große Flotte ausheben. Und das machen wir auch, wenn es soweit ist, dass wir nämlich in der letzten Timeline angekommen sind. Da können wir nämlich die ganzen schönen Punkte für richtig teure Schiffe ausgeben. Und Kirky und Co. mit ihren neuen Refit-Schiffen können jetzt auch bald sich mal der nächsten Bedrohung stellen. In der nächsten Mission. In der nächsten Folge. Wenn ihr Bock habt, schaut's euch an. Bis dahin, macht's gut und tschüss.